Bodybuilding heisst Pumpen, Disziplin und vor allem Muskeln. Der perfekte Körper nimmt sich vieles in Kauf. Wenn ich eine Weltmeisterschaft hinter mir habe, habe ich 39 Wochen Diät gehabt. Wieso macht man das? Und ab wann ruiniert man seinen Körper? Das ist kaputt. Die würden das nie mehr machen. Oder? Schau mal die Pokale an, das ist ein scheiß Plastikpokal. Kein so interessiert das. Hast du dementsprechend auch deine Entscheidung getroffen fürs Leben, dass du am Schluss vom Leben weniger lange leben wirst? Mach's. Katrin trainiert gerade recht intensiv für die Schweizer Meisterschaften im Natural Bodybuilding, wo in ein paar Tagen stattfindet. Und darum ist sie auch gerade in der Peak Week. Und in dieser Woche hat sie einen recht strikten Ernährungs- und Trainingsplan. Wie trainierst du heute? Es gibt ein Pump-Training, also nicht ein schweres Training, sondern wirklich Fokus auf gute Ausführung. Okay, das heisst, du gehst beim Gewicht nicht aufs Äußerste? Nein, ich gehe heute nicht aufs Maximum, weil ich auch die Energie dazu gar nicht, wegen der Peak Week jetzt auch. Ja. Weil ich so low fahre momentan. Da geht es wirklich nur darum, das Blut durch die Venen, durch die Adern und durch die Muskeln fließen zu lassen, damit der Pump drin ist. Okay. Und was heisst, du fährst low? Mit den Kohlenhydraten bin ich momentan recht tief. Ja. Das ist das Ziel der Peak Week, dass man hier 3 bis 4 Tage radikal runtergeht mit den Kohlenhydraten, um den Glykogenspiegel zu leeren. Damit man dann 1 bis 2 Tage vor dem Wettkampf dann wieder radikal füllen kann mit viel Kohlenhydrat. Mhm. Damit dann auch die Muskeln prallen und gut zum Vorschein kommen. Was ist für dich das Herausforderndste an so einer Peak Week? Ich finde einfach Disziplin haben. Also jetzt gerade, wenn ich daheim bin, eben nicht in den Kühlschrank zu legen und irgendetwas rauszunehmen, was mich wirklich lusten. Und halt auch eben das mit dem Training, dass ich sehe mich dann eigentlich relativ flach. Also du siehst am Samstag ganz anders aus, als jetzt würdest du sagen? Ja, also ich werde dann aufgepumpt aussehen. Also mehr Muskelmasse wird um sein. Ich werde einen pralleren Look haben und ein bisschen gefilteren natürlich. Katrin ist eine Natural Bodybuilderin. Natural heisst kurz gesagt, keine leistungssteigernden Medikamente. Verbände, die sich als Natural labeln, testen darum ihre Athletinnen und Athleten auf Doping. Hast du das Schönheitsideal, das im Bodybuilding gilt, hast du das schon immer ästhetisch gefunden oder hat sich das entwickelt? Ja, also ich war von Grund auf eigentlich schon ein bisschen recht breit gebaut. Und ich finde das extrem schön, was man eigentlich aus seinem Körper machen kann. Wo viele auch nicht wissen, was alles dahinter steckt. Eigentlich. Also die ganze Disziplin dahinter. Genau, ja. Wenn ich eine Weltmeisterschaft hinter mir habe, habe ich 39 Wochen Diät gehabt. Und das ist halt einfach so, das stellt sich dann keiner vor. Was ordnest du denn alles am Bodybuilding und also, auf was musst du verzichten, weil du eben so einen starren Plan hast und diszipliniert bist? Ich sage, viel verzichten muss ich auch so ein bisschen auf die Freizeit halten, was so halt mit Freunden rausgeht. So ist halt nicht immer so viel Zeit rum. Jetzt gegen den Schluss ist halt einfach, ja, du kannst nicht mehr in ein Restaurant gehen, mit deinen Kollegen etwas essen, weil du trackst halt wirklich alles aufs Gramm ab. Und ja, und dann ist es halt auch mal ein bisschen schwierig. Kannst du mal beschreiben, wie sieht für dich der perfekte Bodybuilder-Körper aus? Also ich denke jetzt mal, so wie ich und vielleicht noch ein bisschen mehr, dürfte gut sein. Aber zu viel Muskulatur finde ich dann auch nicht mehr schön. Hast du aber auch schon mal das Gefühl gehabt, dass du ungesund bist wegen dem Bodybuilding? Nein, also ich habe nie das Gefühl, dass ich ungesund unterwegs bin, weil wir auch den Plan haben und ich fühle mich auch nicht ungesund. Also würdest du nicht sagen, dass man im Bodybuilding auch Grenzen überschreiten muss, um gut zu sein? Also Grenzen überschreiten, das schon doch. Also man tut ja Grenzen überschreiten allgemein, wo man hat im Leben. Also eben, mit dem tiefen Fettgehalt und alles tut man klar Grenzen überschreiten. Aber es ist halt alles bewusst und absichtlich. Nur noch 3 Tage, dann hat Katrin ihren Auftritt an der Schweizer Meisterschaft im Natural Bodybuilding und dort treffen wir sie dann auch wieder. Der Anna, die trainiert Bodybuilder und Bodybuilderinnen wie Katrin, die natural sind, aber auch solche, die leistungssteigernde Medikamente nehmen. Und wie viele andere Coaches aus dieser Szene hat er keine spezifische Ausbildung gemacht, sondern sich sein Wissen über die Jahre selber angeeignet.
Gewichterinnen sehen sehr schwer aus. Hat es überhaupt etwas für mich? Wir können uns das gerne mal anschauen. Ich mache wirklich zu wenig Krafttraining, das musst du noch wissen. Absolut, kein Problem. Das tun wir heute beheben. Auf die Seite. Ja. Mehr schaffe ich nicht. Super. Probier es nochmal. Yes. Yes. Sehr gut. Also drei Stück haben wir schon gemacht. Aber du hilfst ein bisschen mit. Ja, natürlich. Nein. Aber du machst Schluss. Okay, fertig. Du siehst, passt. Okay. Aber würdest du sagen, kann jede und jede Bodybuilding machen? Weil ich denke, mich so, in keiner Welt könnte ich Bodybuilderin sein. In der realen Welt kann es jede Person machen, die Ambitionen in diesem Bereich hat und die etwas investieren möchte in den Sport. Wenn du von einem Bühnensport redest, dann gehst du davon aus, dass das ein 24-7-Job ist. Also du achtest auf deine Ernährung den ganzen Tag, du achtest auf deinen Schlaf, um möglichst viel Regeneration zu haben, du achtest auf deine Trainingseinheit und planst sie akkurat. Was würdest du für dich sagen, wo ist die Grenze zwischen sehr fit, sehr muskulös sein und übertrieben und so ein bisschen ungesunde Geil? Wenn eine Person ihre Organe anfängt zu schaden, da ist für mich eine gewisse Grenze erreicht, wo natürlich die Person für sich muss wissen, ob sie da weitermachen möchte oder nicht. Im Amateurbereich hast du Leute, die 2-3 Mal in der Woche ins Training gegangen sind und sich dann irgendwo über gewisse Quellen in leistungssteigende Medikamente besorgt haben. Und da haben sie sich auch schon Organschaden angerichtet, obwohl sie nicht so aussehen oder so aussehen wie der Herr dort. Wenn der Anadi von leistungssteigenden Medikamenten redet, meint er mit dem alle Substanzen, die die Leistung beeinflussen. Darunter fallen auch Anabolika. Das wollte ich mal dich sehen. Was passiert denn in deinem Kopf, wenn du die Grenze überschreitest? Du hörst eine Zahl. Du kennst die Zahl vom letzten Training. Hast du sie aufgeschrieben? Du bist einfach besser als das letzte Mal. Wenn es um das Thema Anabolika geht, dann findet der Anadi, dass noch viel zu wenig über die Nebenwirkungen und die Risiken davon geredet wird. Was sind da Führungen? Grundsätzlich fangen wir hier an von Verschlechterung deiner Cholesterinwerte. Wir haben dementsprechend aber auch das Risiko, Langzeit gesehen, Nierenprobleme zu bekommen, wenn wir lange Bodybuilding machen, Leberprobleme. Ja, im Bodybuilding sterben die Leute anhand des Missbrauchs. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn eine Person an ihrer Leidenschaft sterben muss. Hast du das Gefühl, die Leute, die Anabolika nehmen, sind sich den Nebenwirkungen und den Risiken bewusst? Ja, sind sich's. Wieso nehmen sie es denn gleich? Weil sie dementsprechend ein Ziel haben, das sie nicht im Naturalbereich erreichen würden. Was ist denn deine Haltung zu Anabolika? Du bist reif, mündig, alles drum und dran. Hast du dementsprechend auch deine Entscheidung getroffen für das Leben, dass du am Schluss des Lebens weniger lange leben wirst, irgendwelche Probleme kennst, mach es, tu es. Im Idealfall unter bestem Obhut von deinem Arzt oder von einem guten Coach. Aber ist es nicht ein bisschen krass zu sagen, okay, du lebst zwar weniger lang, aber mach es? Soll ich es dir Person verbieten? Ja, wie handhabst du es als Coach? Ich handhabe es natürlich mit der Entscheidung, wenn du am Wochenende in den Ausgang gehst, möchtest du etwas konsumieren, dann kann ich dich nicht davon abhalten. Ich kann dir nur sagen, was besser ist. Ich kann dir sagen, dass es besser ist, nicht zu tun. Es schadet wird immer entstehen, aber geringst möglich Schaden. Du hast dein Leben so gelebt, wie es erspülen. Niemand hat dir vorgeschrieben, wie du dein Leben zu leben hast. Und schlussendlich noch immer etwas von ihrem Illegalen. Anabolika gelten nämlich als Dopingmittel. Sie sind illegal und man darf es nicht verkaufen. Aber der Eigenkonsum von Anabolika, der ist straffrei, wenn man nicht im offiziellen Leistungssport ist. Es gibt aber auch Leute oder ExpertInnen, die sagen, hey, Hormone sind mega komplex. Und sobald man so ein bisschen in den Hormonhaushalt, in den Hormonzyklus eingreift, gehört das in die Hände von MedizinerInnen. Was sagst du zu dem? Medizinerinnen in diesem Bereich haben oftmals das größere Fachwissen als Coaches. Die Sache ist aber, ein Mediziner oder eine Medizinerin wird nicht einen Bodybuilding-Athlet auf die Bühne stellen. Ich finde es schon noch krass, wie normal der Konsum von Anabolika in der Bodybuilding-Szene ist. Und es ist auch tatsächlich recht verbreitet. In der Schweiz nehmen nämlich schätzungsweise 200'000 Menschen Anabolika. Mit Anabolika wird der Körper nämlich leistungsfähiger und Muskeln bauen sich schneller auf. Der Konsum kann aber recht komplex sein und gefährliche Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme, Leber- und Nierenschäden. Bei den Männern können die Hoden schrumpfen, sie können Erektionsprobleme bekommen und sie können unfruchtbar werden. Und Frauen übrigens auch. Beim Absetzen können Depressionen auftreten, die Leute können sogar suizidal werden. Man geht nämlich davon aus, dass etwa ein Drittel davon abhängig wird. Aber nicht nur
nur, wenn man Anabolika nimmt, kann man es dem Körper schaden. Aber wenn man es mit dem Bodybuilding übertreibt, kann man daran kaputt gehen. Das sagt Marco. Er ist seit über 10 Jahren in der Bodybuilding-Szene und sagt, dass sich unbedingt etwas ändern muss. Trotzdem nimmt er wie Katrin am Natural Event jetzt ein paar Tage teil. Bei dir mit essen. Das ist so, wie ich meine Mahlzeiten vorbereite. Jetzt Reis haben wir, dann nehmen wir hier noch so ein Poulet raus. Das wäre jetzt Mittagessen. Ein Poulet-Brüsch, das ist so 200 Gramm. Plus minus. Das ist jetzt nicht auf die Waage, das muss ja nicht alles ganz genau sein. Weißt, klar ist akkurat sein wichtig, gerade jetzt im jetzigen Stand oder in der jetzigen Peak Week, klar. Aber ich finde, es kann irgendwo auch ich sage, zu weit gehen, es kann zu crazy sein, es macht die Leute kaputt. Oder? Ich sage jetzt, wenn 20 Gramm Reis mehr drin sind oder 10 Gramm weniger, who cares? Also ich meine, da wird nichts passieren. Hast du mal durch Bodybuilding deinen Körper geschädigt? Ich glaube, so die letzten 4 bis 6 Wochen sind sicher nicht das Gesündeste, was du machen kannst. Physisch, aber auch mental. Was macht es denn? Ja, körperlich sage ich, fährst natürlich alles gegen null. Also du beraubst deinem Körper eigentlich sämtliche Reserve. Sage, wenn du wirklich willst, in einer guten Form kommen, ist es unweigerlich der Fall, dass du an einen Punkt wirst kommen oder einfach Hunger haben. Studien weisen darauf hin, dass so extreme Diäten die Organe angreifen und Herz und Nieren schädigen können. Bodybuilder und Bodybuilderinnen haben dazu auch noch ein erhöhtes Risiko, eine Essstörung zu entwickeln. Und das hier repräsentiert also deine ganze Bodybuilding-Karriere? Ja, kann man sagen, das ist so ein bisschen der Pokaltisch. Aber ich glaube, der mit der grössten Bedeutung war der letzte Jahr hier. Und wieso? Ja, es war eine ganz spezielle Vorbereitung, sehr, sehr lang. Und das war schon auch recht die Grenzerfahrung. Aber findest du nicht auch noch krass, dass zu dem Zeitpunkt, wo es dir am schlechtesten gegangen ist, wo du gemerkt hast, ich bin so ausgezehrt, zu dem Zeitpunkt bist du auch in deiner besten Form gewesen? Ja, das ist Natural-Bodybuilding. Oder das ist Bodybuilding generell. Ich sage das, was im echten Leben, ich sage es jetzt, wie es ist, scheiße aussieht, ist auf der Bühne genau richtig. Du bist dünn, du bist ausgezehrt, du bist am Limit. Oder? Was würdest du sagen, ist die grösste Gefahr für junge Athletinnen und Athleten? Dass sie sich komplett vergessen. Dass sie eben den Tunnelblick bekommen, eigentlich nur noch geradeaus schauen, links, rechts Sachen ausblenden, wie Job, Familie, zwischenmenschliche Beziehungen. Nur noch für das eine leben. Mhm. Und eigentlich vergessen, dass das ja... Eigentlich ist es völlig irre. Wir stehen hier oben, in einem, also das ist von uns Männern, oder? In einem Höschen bekleidet von tausenden Leuten. Und nach 10 Minuten ist es wieder vorbei. Ja. Also wie wichtig ist das im Leben, oder? Jetzt nimmst du am nächsten Natural Event teil. Mhm. Das ist dein letztes, hast du gesagt. Mhm. Kannst du noch mal sagen, was macht so ein Event aus? Wieso nennt man den Natural? Wir haben ganz viele untestete Verbände, wo es eigentlich ein offenes Geheimnis ist, dass nachgeholfen wird. Und der Naturalverband hat sich das halt wirklich zum Ziel gesetzt, den sauberen Sport zu fördern. Wir haben den grössten Not-Natural-Bodybuilding-Event der Schweiz mit dem Vorwurf von Marco konfrontiert, dass die Athletinnen und Athleten dopen würden. Sie haben sich aber nicht dazu äußern. Hast du jemals selber Anabolika genommen? Nein. Und in Versuchung gekommen? Ja, absolut. Also ich glaube, ich würde lügen und ich glaube, jeder Athlet würde lügen, wenn er würde sagen, ich habe nie daran gedacht. Wir haben ja noch mit einem Coach geredet, der sagt, hey, es gibt Leute, die werden Anabolika sowieso nehmen. Also ist es besser, wenn sie es betreut durch mich nehmen, als ohne jegliches Fachwissen. Was sagst du zu dem? Komplett Irrsinn. Komplett Irrsinn. Also Doping nehmen ist nie zu verharmlosen und auch nie schön zu reden, ob es von einem Coach ist oder von einem Arzt begleitet. Ich habe null Verständnis für das. Das finde ich einfach crazy. Ich meine, es ist, schau mal die Pokale an, das ist ein scheiß Plastikpokal. Kein so interessiert das. Menschen, die das Risiko eingehen, die können das einfach nicht einschätzen. Weil, wenn du fragst, ich kenne ganz viele, die früher angefangen haben, oder? Mit 25, 30 Stoff reinlassen. Heute sind die vielleicht 40, 50. Die sind kaputt. Die würden das nie mehr machen. Oder? Also hast du das Gefühl, die jungen Leute unterschätzen die Gefahr, die von Anabolika ausgeht? Absolut. 100%. Was läuft im Natural Bodybuilding falsch? Ich glaube, ganz ein entscheidender Punkt ist, dass sich viele Athleten auch nicht mehr selber spüren, gerade in der Vorbereitung. Die folgen einfach blind an einem Plan. Weil es gibt, ich glaube, es gibt wirklich keinen Sport, wo man
wo man sich absichtlich bewusst künstlich verhungern lässt. Oder? Und das ist halt ein Teil von dem. Und wenn du das nicht kannst handeln, dann solltest du es nicht machen. Aber es ist ja schon absurd, wenn man sich, wie du sagst, absichtlich verhungern lässt. Absolut, das ist kompletter Irrsinn. Also ich darf keine Sekunde darüber nachdenken, sonst würde ich sagen, mache ich das nicht mehr. Oder? Wieso bist du gleich noch dabei? Also mir gefällt der Wettbewerb. Mir gefällt, dass sich messen mit anderen Athleten. Mir gefällt aber auch der ganze Prozess. Oder? Wenn du siehst, was du kannst aus dem Körper rausholen kannst, wie leistungsfähig der Mensch ist. Oder? Das ist das, was mich faszinierend und auch spannend ist. Das treibt mich an. Und wenn du jetzt daran denkst, dass in mega wenig Tagen dein letzter Wettkampf wird sein. Oh ja. Was macht das mit dir? Das ist crazy. Ich darf gar nicht zu fest daran denken. Weil es löst natürlich auch Emotionen aus. Oder? Es wird es so oder so geben. 100%. Oder? Ich kann es nicht sagen. Ich werde es sehen, oder? Mhm. Und sehe dich ja dann dort? Ja. Ja, es deckt mich gerade wirklich. Sorry. Das ist okay. Was macht es denn mit dir? Das musst du nicht spielen, ja. Meinst du, wird es auch emotional sorry sein auf der Bühne? Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Nein, es ist einfach... Das ist einfach irre, gell? Ich bin jetzt wirklich 2 Jahre fast Prep, oder? Seit mein Kleiner auf der Welt ist, oder? Und dass man so ein bisschen Revue passieren lässt, das ist komplett irre, oder? Aber ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Ich versuche es geniessen. Eben, es ist der Last Dance. Und da versuchen wir einfach nochmal Spass haben und nochmal alles geben. Heute ist es soweit. Wir gehen an die Schweizer Meisterschaft im Natural Bodybuilding schauen, wie es für Katrin und Marco so läuft. Und wir haben übrigens auch einen One-Up-Wettkampf wollen. Das ist ein anderer grosser Bodybuilding-Wettkampf in der Schweiz, der sich aber nicht als Natural labelt. Sie haben es aber abgesagt und unter anderem begründet sie es so: Wir wollen auch nie, wirklich nie, über das Thema Doping reden und empfinden solche Fragen als Affront. Hi. Und jetzt sind dran? Okay, bis nachher, ciao, ciao. Ich gehe jetzt zu der Katrin. Sie hat gesagt, wir dürfen sie vor ihrem Auftritt ein bisschen begleiten. Sie wollte aber nicht, dass ich ihr zu viele Fragen stelle, weil das ist ihren Stresspegel anjasset. Da die ganzen Räume im Backstage und der Gang, die sind alle so verkleistert. Und das ist, weil ja die Athletinnen und Athleten so gebräunt werden. Und das färbt anscheinend ab. Hallo! Hallo. Kann ich dir tanken oder machen? Bin ich voll braun? Du darfst mir tanken. Hallo. Hallo, wie geht's? Gut, bin ich am oben angefahren. Was heisst das? Auch meine Ruhe finden, damit ich nachher einen Fokus sein kann und dann alles lernen. Das ist ein bestimmter Wunsch. So silberschwarz. Mhm. Ja. Perfekt. Ah, ich wollte einen Ausgang. Okay, super. Dort ist gerade Marco. Man sieht zwei mit so roten Höschen und er ist der links davon. Der Marco hat seine Top 3 geschafft und darum haben wir jetzt auch die Dopingkontrolle. Aber uns haben sie gesagt, dass wir dort nicht dabei sein dürfen. Wie viel realisierst du, dass so deine Intensiv-Bodybuilding-Zeit jetzt vorbei ist? Ja, aber ich sehe es monatelang anders aus. Am Moment bin ich einfach erleichtert. Ich war brutal nervös. Die ersten 3-4 Tage. Ich konnte mich wirklich fast schon entspannen. Und jetzt hast du einfach so eine Last, die abgefällt. Wie lange musst du jetzt noch mit dieser Farbe laufen? Ja, hoffentlich nicht so lange, gell? Geht die schnell wieder weg? Nein, der erste Ding ist wahrscheinlich morgen weg, eine Woche plus minus. Und was gönnst du jetzt? Also Pizza hat es ja schon gegeben. Wie hat es gesagt? Ja, Hammer. Es war mega. Ja. Wirklich mega. Es ist eigentlich schon noch wild, was für einen Unterschied anbringst du in so wenig Tagen.
Katrin Plötzner! Also, Katrin muss gerade weiter. Es sieht aus, als würde sie ja gerade die Dopingkontrolle messen. Ich bin so stolz, dass ihr alle hinter mir haut. Sie sind alle da, schau mal. Rückblickend, wie hart war jetzt der Weg für dich? Erst gegen den Schluss, muss ich sagen, ist es dann schon knifflig geworden. Was heisst knifflig? Wie hast du das gemerkt? Einfach das Sättigungsgefühl, das halt nicht mehr so rum war. Also, du hast eigentlich etwas gegessen, dann warst du vielleicht schon schnell satt gewesen, aber so nach einer Stunde hast du dann schon wieder Hunger bekommen, leicht. Aber ich habe ja immer viel getrunken und das hat mir auch viel geholfen. Also jetzt gegen den Schluss dann musst du den Hunger schon ein bisschen aushalten können. Mhm. Hast du denn zwischenzeitlich nie das Gefühl gehabt, dass du deinem Körper vielleicht auch sogar ein bisschen schadest? Ja, also der Hintergedanke ist immer da. Oder ist es überhaupt noch gesund so jetzt? Aber ich sage auch, klar, gegen den Schluss ist es wahrscheinlich schon nicht mehr so gesund. Aber du tust ja das absichtlich machen. Es ist ja ein absichtlicher Weg, wo du gehst. Mhm. Wo du auch weißt, dass du danach wieder in deinen normalen Zustand zurückgehst. Mhm. Aber würdest du sagen, wenn man auf dem Wettkampf trainiert, ist vielleicht Gesundheit eine gewisse Zeit lang zweitrangig und das Ziel ist auf Platz 1? Ja, das kann man so schon sagen. Ja. Für mich null ungesund eigentlich. In dem Sinn. Ich weiss auch, dass es vom Körperfettlevel her sicher nicht mehr im Normalbereich ist. Ich bin von einer normalen Person. Jetzt haben wir ja recht lange auf dich gewartet, als du in der Dopingkontrolle warst. Wie haben sie dort getestet? Wie muss ich mir das vorstellen? Also zuerst haben sie mich ja mal von der Bühne her mitgenommen. Dann hatte es halt noch ein paar Leute, die gewartet haben, bis sie aufs WC können. Weil das halt nicht jedem so einfach fällt. Aber das WC hätte ich schon von Anfang an können. Also dem ist nicht gelungen? Nein, also ich habe vorher, bevor im Auftritt schon aufs WC hätte ich müssen. Aber es ist so ein bisschen das Angstbeispiel, behaltet man drin. Es gibt ja noch Wettkämpfe, die nicht getestet werden. Ja. Fühlst du dich von Athletinnen und Athleten, die dopen, betrogen? Nein, gar nicht. Also ich finde, es ist jedem seine Sache. Ich bin einfach gerne natural, weil ich will auch gerne zeigen, was man natural aufbauen kann. Weil, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt wenig Muskeln habe. Also ich habe wirklich viel und es sind viele der Meinung, dass ich Stoff oder Dope oder so. Und ich finde es noch so schön, dann an Verbände zu gehen, die natural sind, um auch diesen Leuten zu zeigen, hey, das ist im Fall auch natural möglich. Aber ich habe auch null irgendetwas gegeben, wo dopt oder Stoff nimmt, um mehr aufzubauen. Das ist jedem sein Weg. Und wenn sie den Weg gehen wollen, dann gehen sie den Weg. Hast du dir jemals überlegt, zu nehmen? Nicht einmal vielleicht. Nicht einmal, nein, nie. Ich finde auch, der Erfolg ist viel grösser, wenn du kannst sagen, dass du das auch selber geschafft hast. Und so die nächsten Tage? Kannst du dich mal richtig gehen lassen, Pizza essen? Wie sehen die nächsten Tage aus? Nein, gar nicht, weil ich gehe in die Weltmeisterschaft. Und jetzt ist einfach morgen noch, wo ich einfach noch ein Cheat Meal habe. Und dann bis am Dienstag habe ich noch etwas erhöhte Zahlen, damit sich der Körper wieder daran gewöhnen kann. Und danach gehen wir wieder zurück zu den Basics. Du bist schon bald wieder in einer Peak Week. Ja, ich bin schon bald wieder in einer Peak Week. Ich finde es recht beeindruckend, wie diszipliniert die Athletinnen und Athleten sind und auch, wie sie sich immer wieder motivieren können für ihr Ziel. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass die Grenze zwischen sehr fit, aber auch schon ungesund, extrem schmal ist. Und ich habe auch das Gefühl bekommen, dass der Druck in dieser Szene recht gross ist. So gross, dass man schnell mal Gefahr läuft, zum Übertreiben, um nicht auf das Körpersignal zu hören und auch im schlimmsten Fall sogar zu Anabolika greift. Was ist deine Meinung zu Bodybuilding? Schreib es mir hier unten in den Kommentaren. Es gibt Leute, die für den perfekten Körper mit einer Spritze abnehmen wollen. Und Rack hat sich in dieser Reportage gefragt, wie gefährlich das ist.